Hi Leute, ich bin Sascha Supertramp und das da hinter mir ist unser neuer Bus. Volkswagen T4 Transporter, Kastenwagen, Baujahr 98, er hat den 1,9 TD Turbodieselmotor. Ja, hi Leute, ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich habe grundsätzlich einen Igel in der Tasche und mein Portemonnaie ist aus Zwiebelleder gemacht und da kommen mir immer die Tränen, wenn ich es auspacke. Also wenn die Reifen abgefahren sind am Bus oder am Auto, dann stellt sich immer die Frage, gehe ich jetzt zum Reifenhändler und lasse mir auf meine Felgen dann neue Reifen für 200, 300 Euro aufziehen oder gibt es da Alternativen? Und ich gucke immer, weil ich natürlich so wenig Geld wie möglich ausgeben will, gucke ich halt immer, dass ich irgendwas auf eBay Kleinanzeigen kriege oder noch besser, dass ich mir was auf eBay ersteigern kann. Und ich habe das ja schon mal gemacht bei solchen Felgen. Und dann gucke ich auch immer direkt, dass ich irgendwelche Alufelgen kriege, die mir gefallen oder so, mit noch Reifen drauf am besten, die gut sind. Und ich habe hier ersteigert für 25 Euro von Artec Alufelgen. Die Maße von den Felgen sind 7J mal 15H2. Da sind Reifen drauf, die haben 265 R15. Die haben hier noch richtig gutes Profil. Allerdings sind die Reifen ein bisschen alt. Aber die sind trotzdem, trotz des Alters, in einem sehr guten Zustand. Und sowohl die Felgen als auch die Reifen sind für den Bus zugelassen. Das war mir wichtig. Und ja, die sind jetzt hier, wie man sieht, dreckig, schäbig alt. Der Lack ist eigentlich noch gut, aber mir gefällt das Silber nicht. Ich hätte die gerne schwarz auf dem Bus. Und deswegen mache ich die jetzt sauber und dann lackieren wir die mal. So, jetzt knöpfe ich mir eine Felge nach der anderen vor und werde die mal hier mit dem Schwamm und mit Wasser und Seife sauber machen, dass der ganze Bremsenstaub und der ganze Mock mal runterkommt. So, das Ganze mal grob sauber gemacht. So, dann schleife ich die Felgen mit ganz feinem Schmirgelpapier an. Der Lack hier ist noch eigentlich super auf den Felgen, mir gefällt nur die Farbe nicht. Und deswegen mache ich nur den Klarlack, der hier oben drauf ist, einmal rau. Und auf der Innenseite bin ich da ein bisschen gröber, da nehme ich ja, gröberes Schmirgelpapier einfach, weil man es da eh nicht mehr sieht und dann bin ich hier schnell damit fertig. Und hier nehme ich, ja, was ist das, 600er oder sowas. 600er, 800er, irgendwie sowas, nur zum Anrauen eben, damit man eine gute Basis hat, zum Lackieren, damit der Lack auch hält. Und danach, wenn ich das alles schön angeschmirgelt habe, werden die Felgen nochmal richtig mit Wasser abgespült. Dann nochmal gewaschen mit Seife auch und mit dem Schwamm und dann nachher mit einem Gartenschlauch abgesprüht. Und dann kann die Farbe drauf. Mit ein bisschen Glück kriegt man auch so dreckige Dinger. Das ist alles Bremsenstaub hier. Mit einem Schwamm und mit Seifenwasser wieder so sauber. Und noch sauberer. Gut, aber muss ja auch sauber sein zum Lackieren, sonst hält ja keine Farbe. So, ich habe die Felge mal abgeklebt oder den Reifen mal abgeklebt. Jetzt werde ich hier im dicksten Pollenflug draußen unter freiem Himmel das Stück mal lackieren. Mit Wind und allem drum und dran. So, noch eine zweite Schicht drüber gemacht. Sieht gut aus, würde ich jetzt mal so behaupten.
Und jetzt drehe ich um und dann wird die andere Seite lackiert. Hier ist übrigens der Lack, den ich verwende. Ganz billiges Zeug. Ich weiß nicht, 6 Dinger mit Versand 15 Euro oder sowas, also 16 Euro. So, während ich hier Nummer 2 lackiere, so, ziehe ich jetzt mal von Nummer 1 das Kreppband ab. So. Ja, sieht doch mal richtig gut aus. So, die Radkäppchen, die Radnabenkäppchen kriegen auch noch ein bisschen Farbe. So, hier sind meine 4 Radkappen und hier sind die schönen Felgen. Ja, ich bin zufrieden, die sehen richtig cool aus. So, ich bin mal gespannt, wie die auf dem Bus aussehen. Morgen früh haue ich die drauf oder morgen haue ich die auf den Bus. Ja, und dann gucken wir mal, ob das cool aussieht oder was. So, die alten Felgen sind runter, die gehören in dem Bus ja auch gar nicht. Und die haben jetzt noch gutes Profil auf den Reifen, deswegen will ich die mal safen für den da. Ja, alten Felgen sind runter. Da sind die neuen. Ich finde, die passen richtig gut zu dem Bus. Auf der anderen Seite gucken, da sieht man glaube ich jetzt besser. Steht die Sonne besser. Ich hoffe, man sieht was auf der Kamera. Die Kappen habe ich jetzt noch nicht drauf gemacht. Die kommen noch später drauf. Ich mache jetzt erstmal eine Probefahrt, dann ziehe ich die Radmuttern nach und dann mache ich die Kappen erst drauf. Die Kappen habe ich jetzt auf die Räder drauf gemacht. Die Dinger sehen jetzt so aus. Ich weiß allerdings gar nicht, ob mir das so gut gefällt mit den Kappen. Mir gefällt es fast ohne Kappen besser. Die gehen auch alle noch schön drauf zu machen. Aber ich muss schon sagen, mit schwarzen Rädern sieht schon besser aus der Bus. Gefällt mir besser als mit den silbernen. Oder auch als, vor allen Dingen als die Multivan-Alufelgen. Ja, aber wenn ich mir das Ding jetzt so angucke, ohne die Radkappe gefällt es mir fast besser als mit. Ja, könnt ihr mal reinschreiben, ob euch die Räder so gefallen oder ob schwarz nicht eure Sache ist. Ich habe auch schon viele gehört, die sagen, schwarze Felgen sieht nicht gut aus am Bus oder überhaupt am Auto. Sehr so winterrädermäßig aus, aber mir gefällt das gut so. Und ich werde das auch erstmal so lassen. Ja, alles klar. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Haut rein, bis dann, macht's gut.